Hey Internet und YouTube, wir... Ich hab's vergessen. Ich habe mittlerweile zwischendurch was essen. Das reibt sich. Vergessen, essen. Verschiedenes. Warum bist du immer hier angeklickt, du Blöder? Okay. Ich werde bla bla bla. Bla. Bla bla. Habe ich das Messer jetzt? Ne, ich brauch den... Ah, wo war ich? Wo kam ich hin? Wo hörte ich auf? Ah, shit, ich brauch das Messer. Wo war da... Oh, blablabla, sorry. Auf der anderen Seite. Ich bin gleich bei dir, mein Freund. Und gleich ist auch das Messer in dir. Du warst es. Du? Hier. Hier ist eure Klinge. Versprecht, dass ihr sie niemals gegen mich wenden werdet, ja? Versprochen ist versprochen. Okay, und jetzt kann ich... Also gut. Und jetzt kann ich... Das brauche ich doch überhaupt nicht, oder? Was speicherst du, wenn ich Tab drücke? Mach mich nicht nervös. Messer! Okay, dann sprechen wir nochmal mit... Als ich erwischt wurde, habe ich meine Tochter Ureinde zurückgelassen. Das Frischfleisch. Ja, ja, komm. Wie war es, als ihr das erste Mal getötet habt? Oh, ich habe eine andere... Aufregend, ich habe den Blutrausch gespürt und musste lachen. Ein wahrer Mörder wie ich. Die Götter haben uns in die Welt gebracht, um ihre Hallen mit Seelen zu füllen. Ihr passt gut hierher. Du bist mein neuer bester Freund. Ich muss mal danach... sehen. Ihr wollt mit dem Lumpenkönig reden? Na schön. Aber zuerst müsst ihr den Wegzoll bezahlen. Warum besorgt ihr mir nicht eine Klinge? Ha! Nicht, dass ich eine bräuchte, aber es ist immer schön, sowas zu haben. Falls ich mich mal rasieren muss. Hier. Na schön. Rein mit euch. Aber stellt dort nichts an. Madanach ist klüger, als ihr denkt. Ich denke nicht. Bis zum nächsten Mal. Okay. Oh, nee, warum ist Jens? Also. Den bekomme ich von dir, mein Freund. Seht euch nur an. Eure Stammesgenossen haben aus euch eine Bestie gemacht, Nord. Eine wilde Bestie, die eingesperrt wird, bis der Wahnsinn von ihr Besitz ergreift. Jojo. Du. Ah, seht euch nur Komm. An, eure... Also, werter Bestienkollege, was wollt ihr? Informationen über die Abgeschworenen? Rache für den Versuch, euch umbringen zu lassen? Ja, in der Reihenfolge. Hier kommt eure Rache. Ihr müsst euch für vieles verantworten. Verantworten? Wirklich? Und was ist mit euch? Welches Recht hattet ihr, euch in meine Angelegenheiten einzumischen? Meine Leute zu töten? War sie es wert? Eure Wahrheit? Ihr gehört jetzt zu uns, seht ihr das denn nicht? Ein Sklave, den Stiefel eurer Stammesgenossen im Nacken. Wenn euch das klar ist, könnte ich euch vielleicht helfen. Verstanden? Wie? In diesen Minen gibt es einen Mann namens Brake. Neben mir ist er am längsten hier. Sagt ihm, ich schickte euch. Fragt ihn, warum er hier ist. Ich möchte, dass ihr erfahrt, wie sehr Markarth von Ungerechtigkeit durchzogen ist. I don't care. Donner? Ich hatte Markarth bereits. Meine Männer und ich hatten die Nord vertrieben. Der Sieg war unser. Das dachten wir jedenfalls. Hör mal auf, die Vergeltung folgte auf dem Fuße. Ich wurde gefangen genommen, rasch vor Gericht gebracht und zum Tode verurteilt. Aber meine Hinrichtung fand nie statt. Tona Silberblut hielt sie auf. Er wollte die Abgeschworenen unter seinem Befehl haben, wollte, dass ich ihre Wut gegen seine Feinde lenke und seine Verbündeten verschone. Und das habe ich getan. Das war zuerst demütigend, aber ich wusste, dass er schließlich in seiner Wachsamkeit nachlassen würde. Dass er darauf vertrauen würde, mich unter Kontrolle zu haben. Okay, ich habe noch eine Frage. Das war unser Land. Wir waren zuerst hier. Dann kamen die Nord und legten uns in Ketten, verboten uns, unsere Götter zu verehren.
Einige von uns weigerten sich, sich zu beugen. Wir wussten, dass uns die alten Wege wieder zu unserem eigenen Königreich führen konnten. Das sind wir, die Abgeschworenen, Verbrecher im eigenen Land. Und wir werden in Reach ein Blutvergießen anrichten, bis wir frei sind. Klingt super. Denkt daran, es waren die Nord, die euch eingesperrt haben. Von mir aus. What? Wow, 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 wow. Break. Meinen Namen reinwaschen. Wie... What? What, 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 what? Ihr wurde zu Grab. Ich wurde, habe ich zurückgelassen. Du! Was wollt ihr? Ich muss weitergraben. Ja. Ich muss mir deine Geschichte anhören. Meine Geschichte? Jeder in der Sidna-Mine hat eine Geschichte zu erzählen. Erzählt zuerst eure. Wann habt ihr zum ersten Mal Ketten um eure Handgelenke gespürt? In Helgen, dort wurde ich zum Henker geschickt. Dann wisst ihr ja, was es bedeutet, sein Leben in fremden Händen zu wissen. Was gibt ihnen das Recht, darüber zu entscheiden? Steht ein Urteil nicht allein den Göttern zu? Habt ihr Familie? Jemanden, der draußen auf euch wartet? Weit vom Himmelsrand entfernt. Ich hatte einst eine Tochter. Sie hätte dieses Jahr ihren 23. Geburtstag gefeiert. Mit einem hitzköpfigen Silberarbeiter verheiratet. Vielleicht auch alleinstehend und dabei die Kräuterkunde zu lernen. Den Nord war egal, wer sich am Aufstand der Abgeschworenen beteiligt hatte und wer nicht. Ich hatte einmal mit Madanach gesprochen, das reichte schon. Aber meine kleine Aethra wollte nicht, dass ihr Papa fortging. Sie bat den Jarl stattdessen, sie mitzunehmen. Und nachdem sie mich zusehen ließen, wie ihr Kopf vom Richtblock rollte, warfen sie mich trotzdem hier rein und ließen mich ihr Silber ausgraben. Oh mein Gott. Und meint ihr, eure Geschichten rechtfertigen die Morde, die Abgeschworenen verübt haben? Ich bin nicht Madanach. Ich war nie Anführer der Abgeschworenen. Der einzige Ärger, den ich rechtfertigen kann, ist mein eigener. Aber jede Familie in Reach hat eine ähnliche Geschichte zu erzählen wie ich. In diesem Kampf gibt es keine harmlosen Zuschauer. Nur Schuldige und Tote. Es tut mir so schrecklich leid, was euch passiert ist. Euer Mitleid sollte eher meiner Tochter gelten. Ich bin nichts als ein armer Abgeschworener und bedauere nur, dass ich nicht mehr Nord getötet habe, bevor sie mich erwischt haben. Bis zum nächsten Mal. Ja, das glaube ich nicht. Ich komme hier raus. Man hat mich hierher geschickt, weil jemand sagte, ich gehöre zu den Abgeschworenen. Und wieder zurück. Run, 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 to the run, 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 to the run, run, run. Ihr, erinnert ihr euch noch an die... Break? Ach, stellt euch vor, eine solche Geschichte zu hören, wieder und wieder. Jedes Mal eine andere Familie, jedes Mal eine neue Ungerechtigkeit. Euer Einmischen an der Oberfläche hat mich daran erinnert, wie fern ich dem ganzen Kampf gewesen bin. Meine Leute und ich sollten in den Bergen sein und kämpfen. Helft ihr mir jetzt bei der Flucht oder nicht? Ja, aber ich brauche von euch einen Beweis eurer Loyalität. Ich brauche keine Klinge im Rücken, wenn wir ausbrechen. Habt ihr Griswar, den Unglücklichen, schon kennengelernt? Er trägt seinen Namen zurecht. Und außerdem ist er ein Dieb und Informant. Er hat seinen geringen Nutzen überlebt. Kümmert euch um ihn und dann können wir die Sidna-Mine ein für alle Mal verlassen. Was soll das heißen? Wieso soll ich... Warum? Ohne Messer geht's nick. Ah, hat Borkul euch eure abgenommen, als ihr hereinkamt? Auch gut. Nehmt die hier. Und wieso muss ich das jetzt... Unser Kampf ist der Kampf des Volkes. Why? Der war doch nett. Wieso? Ja, sicher, er ist unglücklich, soll ich ihn... Ihr wurde zum Grab verurteilt, also Grab. Ich grab dir dein Grab. Ich soll euch von meiner Nacht grüßen? Was? Nein! Bringt mich nicht um! Bitte!
nie herkommen sollen. Hilfe! Wunderbar. Das wird wunderbar. Da freut er sich. Hey, aufpassen! Es tut mir leid, Greasy. Du! Das Gefängnis ist gar nicht so übel. Ja, ist krass. Weniger Beschwerden, wenn ich jemanden umbringe. So, du Freak. Ihr seid ein Sklave, genau. Er ist tot. Ihr gehört endlich zu uns. Kommt mit mir. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich euch und euren neuen Brüdern meine Pläne verkünde. Das sind nicht meine Brüder. Mich interessieren deine Pläne überhaupt nicht, aber du bist tot. Irgendwann bringe ich dich um. Danke fürs Zusehen, YouTube. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Tschüss.